Hallihallo und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei unserer Runde Let's Play the Universe oder Let's Test. Und es ist natürlich immer noch gerade Stürmchen unterwegs. Das heißt, wir sehen recht wenig. Aber ich weiß auch gar nicht, wo er herkommt. Wir können ja mal von weiter weg gucken. Es ist gerade nur über uns anscheinend. Aber kein Wirbelsturm oder Tornado, besser gesagt. Aber die Bäume wackeln schon ganz schön doll, ne? Ja, ich mache immer wieder mit der mittleren Maustaste. So, Steinraffinerie, die baut, da haben wir jetzt von jedem zwei Stück. Holzraffinerie und Steinraffinerie. Was macht hier hinten unser Bergwerk? Hier war doch irgendwo unser Bergwerk. Hallo. So, unser Sägewerk, das kommt. Die machen dann schick Holz. Hier ist unser Bergwerk, man sieht schon. Hier wird Eisen produziert. Und hier kommt noch eine Steinmine hin für Steine. Das sind unsere Anglerhütten. Die sind noch nicht ganz fertig. Die ist fertig soweit. Die ist fertig. Ja, mal gucken, ob wir dann zur Überfischung kommen. Aber theoretisch, Fischbestand ist okay. Wir haben ja auch nur jeweils zwei Fischer drin. Und erforschen natürlich gerade den Strom. Denn wer kennt es denn nicht? Man braucht schon Frühstrom. Hier Elektrizität. Einwandfrei. Danach geht es weiter mit Wachtürme, große Muckis, verstärkte Bunker und eine Vorratsbildung. Denn für den nächsten Sturm, falls Sommertornado kommt, ne? Da brauchen wir dann auf jeden Fall einen Bunker. So, du bist nur Arbeiter. Bist du intelligent? Nö, das musst du nicht unbedingt als Fischer sein. Noch nicht. So, zugewiesen. Massagesalon steht schon. Brunnen kommt noch. Hier kommt noch ein Brunnen. Der Brunnen ist schon fertig. Friedhof ist schon mitten ins Dorf integriert oder in die Stadt. Ne? Da war mal extrem weit außen eigentlich. Jetzt ist er mitten im Dorf. Ihr habt alle hier kein Wasser. Warum denn nicht? Die Brunnen sind aber voll. Ihr könnt, wenn ihr wollt, einfach nur was trinken. Ne? Ihr müsst es nur machen. So, wir werden mal den Speed noch ein bisschen beschleunigen. Bauarbeiten abgeschlossen, Sägewerk. Sehr schön. Brauchen wir hier Gebildete? Wir setzen hier mal gebildete Leute ein. Wir haben keine... Ach, hier die erstmal. Das ist dann schon Hochschule, auch Universität. Ja, das muss ja nicht sein. Aber hier können wir schon mal ein paar nehmen. Der ist faul, ne, faul möchte ich nicht. Der ist immun. Sehr schön. Und ihr macht jetzt Holz. Pflanzt ihr Holz an oder muss ich das für euch tun? Das werde ich mal für euch tun. Bisschen aufforsten. So, wo haben wir denn aufforsten? Aufforstung. Zack. 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 Hier haben wir schön aufgeforstet. Dann könnt ihr da natürlich, hallo, die Bäume fällen. Bin ich echt mal gespannt, ob sie auch die Bäume selber aufforsten. Da kommt schon der erste. Der erste Holzhacker. Die Fischerei ist fertig, die nächste. Dann müssten wir ja mit allen durch sein, hier gar nicht Ungebildete. Das ist okay, nur kein Fauler. Was ist das? Das ist ein Knabberer. Der knabbert dann schon beim Angeln am Fisch rum. Knabber, knabber, Knäuschen. So, alle Fischer fertig. Das heißt, wir müssten genug Nahrung haben. Für unsere beiden Kochstellen. Können wir theoretisch noch eine Kochstelle bauen. So, und wir haben wieder eine Wahl. Vorgeschlagenes Gesetz. Accelerated Studies. Dann ist die Schultime verkürzt, aber die Verletzungsrate ist erhöht. Hier eigene Waffen natürlich, ne? Verletzungsgefahr plus 20%, Zufriedenheit plus 5, aber Risiko Wildangriffs minus 50. Und Sicherheitsrichtlinien Nuggets werden weniger anfällig für Verletzungen. Ja, ich würde sagen, ich bin für ihn. Und dann müsst ihr auch für ihn sein. Wir werden jetzt noch eine Küche bauen. Also eine Kochstelle.
Fischereijagdhütte, das war hier hinten. Ein Restaurant. Da könnt ihr auf dem Weg nach unten noch mal was essen. Oder setzen wir das gleich mit hier oben noch mal dran. Setzen wir oben noch mal dran. So. Langsam ruckelt das Spiel leicht bei 174 Einwohner, 173. So, ihr fällt anscheinend nur, ne? Ihr baut jetzt keine neuen Bäume. Scheint nicht so. 12 mal Holz. Zeit, um eure Sommerkörper einzulagern. Der Herbst ist da. Der choppt nur die Bäume. Wie eine Leiter funktioniert, hat sich jemand verletzt. Ja, jetzt langsam Verletzte zu finden, wird immer schwieriger und ich brauche Verjüngen. Da ist Verjüngen. Jetzt finden wir hier einen Verletzten noch, ne? Der hat nicht genug zu trinken. Find jetzt hier einen Verletzten. Das ist echt Wahnsinn. Gibt es hier noch einen fleißigen? Ne, schwach ist schlecht. Was baut sich hier? Ein Ingenieurbau hier noch hin und ein Restaurant? Ah, da baue ich schon ein Restaurant. Dann können wir das canceln. So, wo ist der Verletzte? Ich finde ihn einfach nicht. Und hier durchzugucken, das sehe ich ja nicht, wer verletzt ist. Ne. Wir können halt nach den Namen gucken, ja, aber das wäre natürlich. Ich sehe ihn nicht, vielleicht ist er schon beim Arzt. Hier kommt dann noch eine Farm. Also zu essen haben wir dann eigentlich theoretisch genug. Wie sieht es mit unseren Wasservorräten aus? 100%. Wo ist das andere? Da ist das andere 100%. Können wir theoretisch hier hinten noch eins hinbauen. Ein Wasserreservoir. So, Speicher, Wasserpumpe, ne, die brauchen wir noch nicht, da haben wir ja genug eigentlich, da haben wir, ja, das passt. So, hier haben wir jetzt die Wetterstation, die haben wir schon, hier haben wir den Wachturm, okay. Und hier haben wir das Reservoir, hier haben wir noch den, die Batterie jetzt. Wir bauen erstmal noch, aber mitten in die Wüste, Reservoir ist zu warm im Sommer. Da verdampft dann zu viel. So, wir feiern das natürlich diesmal, ne? Letztens konnten wir es uns nicht leisten, hat man nicht genug. Und jetzt wird schön gefeiert. Ein neuer Nachbar und schon wieder eine Zivilisation. Aber ob die uns das Wasser noch reichen können, das glaube ich nicht. Dafür sind wir schon viel zu groß. Wir können uns halt null verteidigen, das ist halt das Problem. Und wo ich jetzt Wachtürme brauche, weiß ich auch noch nicht, ob ich die jetzt an den Grenzen brauche. Die sind ja eh flexibel, die Grenzen. So, ein Ölcheck. Haben wir jetzt irgendwo schon Öl gehabt? Ne, hat man noch nicht. Ne, das haben wir gebaut. Die Gasgrube haben wir noch nicht gebaut. Die Steinmine haben wir auf jeden Fall. Und die Eisenmine. So, der Ölcheck. Der muss bestimmt in die Wüste. Genau, hier können wir dann noch ein... eine Ölraffinerie bauen. So, was haben wir noch Schönes? Die Gasgrube. Die muss auch in die Wüste. So, die Einwohner ziehen sich wegen des aufkommenden Windows natürlich Wärme an. Das ist natürlich ordentlich. Ihr braucht schon ein bisschen. Friedhof ist nicht voll, das ist sehr gut. Was ist hier los? Ah, ihr habt keinen Job und das macht euch traurig. Kann ich euch ja nicht ein bisschen... Ich kann euch doch ein bisschen helfen hier. Ich kann euch doch glücklich machen. Zack, zack, ein bisschen wenigstens glücklich gemacht. So, wann ist denn mal das nächste fertig hier? Der versteckte Bunker. Noch 2 Minuten dauert das.
natürlich jetzt eine Fischerei nicht möglich. Und auch keine Farmen. Aber fürs Bauen brauchen sie mittlerweile ganz schön lang. Also es dauert echt. Ich kann mal nach den Ingenieursgebäuden gucken. Wie es da mit der Abdeckung aussieht. Das sieht okay aus. Das sieht eigentlich recht... Wenn der hinten noch fertig ist, sieht das recht okay aus. Also brauchen wir auf keinen Fall noch einen Ingenieur. Ich brauche bald etwas zu essen oder ich werde langsam zerbrechen. Hier ist doch genug zu essen da. Hier müsst du nur hin. Ich baue doch noch extra noch. Brauche ich doch zwei. Hätte ich doch noch eins bauen sollen. Ich baue noch eins. Wenn die essen wollen. Am Essen soll es nicht scheitern bei mir. Das Restaurant. Muss jetzt mal das, setzen wir das jetzt hier daneben noch mit. Oder jetzt muss ich hier unten mit rein. Hatte ich hier unten schon eins? Da hatte ich noch eins, ja. Hier habe ich noch eins. Hier unten habe ich keins. Soll ich das hier mit hinsetzen? Da ist der Brunnenweg. So hat sich wieder jemand was gebrochen. Ich sehe noch nicht wo und wer und wann. Usbuk, okay. Unknown. Hallo, hallo, hallo. Geht das nicht weg? Doch, geht weg. So, wo ist derjenige, der sich was gebrochen hat? Ich sehe ihn nicht. Macht ihr schon Steine? Ja, ihr macht Steine. Ihr braucht Wasser. Wasser haben wir noch genug. Wieder kommen überall die Geschenkpakete hin, weil Winter wird. Und die Farm ist fertig. Da haben wir wieder zwei neue Leute, die arbeiten können. Das ist ein Einsiedler. Ja, nehmen wir mal zwei Einsiedler. Hat sich schwer verletzt, aber ich sehe es halt nicht wo. Wo war mein Jäger? Ich hatte irgendwo einen Jäger schon. Hier müsste meine Jagdstation sein, genau. Ihr jagt ja noch, alles schick. Kaktus und Kaktus, aber ihr baut keine eigenen Bäume. Das ist natürlich, wenn ich immer aufforsten muss, das kostet natürlich ordentlich Power, ne? Na, wobei, naja, hält sich noch in Grenzen. So, einmal mal die komplette Macht alle gemacht. Wir haben ja genug Anhänger, da kommt wieder genug Macht zustande. Wir können ja mal zu den anderen Zivilisationen noch mal schnell rüber schnicken. Ah, hier ist jetzt einer. Okay, das ist ziemlich nah. Den können wir ja eigentlich bald wegsnacken. Wenn es schon Krieg gibt, dann würde ich sagen, bauen wir hier einen Wachturm hin. Der hat auch so einen Radiusbereich, also brauchen wir doch ein paar mehr Wachtürmchens. Von hier kann eigentlich nichts kommen. Weil da ist Wasser. Hier hinten bei den Farmen noch ein Wachtürmchen. Und da kriegen wir wieder genug Leute in Arbeit und Brot. Wobei es jetzt hier noch kein Geldsystem gibt. So, der verstärkte Bunker ist nun auch endlich abgeschlossen. Hier hinten muss auf jeden Fall noch ein Wachturm hin. Dann brauchen wir noch hier einen Wachturm. Muss halt alles gelb sein, jeder Bereich einen Wachturm haben. Wir bauen einfach für jeden Bereich einen Wachturm. Hallo, gerade eben das noch hingepasst. Jetzt, da passt sie hin. Da haben die Leute wieder was zu tun, können sie wieder schön bauen, Ressourcen hinschaffen. Da wird kein zu langweilig. Und hier müsste noch in der Mitte... Boah, hier neben der Küchenstelle ist schon wie so ein kleiner Überwachungsstaat, ne? Jupp, jupp, jupp. Ja, ich möchte diese Wohnungen zerstören, es tut mir leid. Aber wir müssen Platz schaffen. Und da bauen wir hier oben noch einen hin. Ins Nirgendwo. Dann müssten ja eigentlich alle Stellen... Built a watchtower.
Now that your civilization is sheltered from the outside world, you only need to worry about internal threats, like yourself. So, da können wir einen Nugget zuweisen. Da kann der erste schon mal da drin arbeiten. Es braucht immer nur einer drin arbeiten, das ist natürlich okay. Der Wachturm ist auch gleich fertig, die kosten nicht viel. Nugget can see for miles up there in that new watchtower creator. Too bad they'll probably just use it to nap. Nee, die schlafen da drin nicht, ne? Die müssen da arbeiten. Nicht, was du denkst. Müssen dann nur noch alle Watchtower finden. Ob jeden Gebäude da noch Arbeiter zugewiesen sind. Langsam ist es nämlich ein bisschen unübersichtlich. Hier muss ich noch Samen auswählen. Sonst hätten die nämlich auch die ganze Zeit nichts gemacht. So, hier hinten war noch ein Watchtower. Der ist auch schon fertig. Wie schnell habt ihr die denn gebaut? Für alles braucht er Stunden und bei dem Watchtower, da seid ihr so schnell. Die haben nämlich Angst. Die haben schnell Angst. Der ist auch schon fertig. Die haben Angst, die Leute. Die haben einfach nur Angst. Jetzt fühlen sie sich gleich geborgen und sicher. Und total überwacht. War hier noch irgendwo einer? Den hatte ich jetzt schon, ne? Den haben wir schon. So, wir können weiter forschen. Wir haben jetzt soweit alles hier hinten fertig. Gewicht hin und nicht, in Hauch von Licht. Die Geschwindigkeit ist ja höher erhöht. Okay. Hier haben wir noch Wünschelroute. Brunnenauffüllgeschwindigkeit ist erhöht. Hier haben wir noch den Brunnenschacht. Plus 1 Brunnenwasserkapazität und die Auffüllgeschwindigkeit ist erhöht. Hier waren noch 5 Jahre zur Nuggets-Lebenszeit. Das ist noch nicht da, demnächst. Das ist auch demnächst. Können wir also nicht erforschen. Das ist auch demnächst. Also gehen wir weiter. Wir wollen natürlich Windenergie. Kann ich das nicht erforschen? Ach, da brauche ich den höheren Nogoa Tesla. Hatte ich den nicht irgendwo? Den hatte ich doch irgendwo gesehen. Bestrafung. So, wir machen erstmal hier, hier und hier. Und wo war jetzt dieser Tesla? Ein Hauch von Licht. Vorratsbildung. Energiespeicher, da muss ich erst einen Energiespeicher bauen. Wir werden mal noch einen Energiespeicher hier irgendwo hinsetzen. Hier haben wir eine Batterie. Können wir mal einfach jemand ran. Dann geht es nämlich Strom vielleicht. So. Der Wachturm in der Mitte ist immer noch nicht fertig. Der Wachturm ist auch noch nicht fertig. Der ist besetzt, das ist sehr gut. A watchtower? Ja. It seems as though Nuggets will certainly be able to use it for watching, but not necessarily the intended sort of things. Haben wir irgendwo noch Einsiedler? Ich will einen Einsiedler haben, bitte. Hallo? Okay, jetzt ist schon jemand drin, den vielleicht nicht wollte. Egal. Und hier noch ein Drittsicherer. Dass hier sicher den Turm hochkommen. Das heißt, wir sind eigentlich geschützt. Wir haben 5000 Türme. Jetzt würde ich gerne noch eine Mauer bauen, dann ist alles schick. Aber das gibt's nicht. Hier schön 8 Eisen. 16 mal Stein, das geht doch. Ihr habt schon wieder alles abgeholzt, richtig gut. 70 mal Holz. Da müssten die ja eigentlich gut versorgt sein. Ja, 14 mal, 16 mal, 17 mal und hier 20 mal, das passt. Ist halt nur das Zeug leer. Das kann ja noch mit rein, das Eisen. Und ich kann jetzt die Gebäude schon verbessern. Meine Lager. So. Wir haben die auch verbessert. Die Hütten, die kann ich noch nicht verbessern. Aber was hatte das mit den Tesla auf sich? Das habe ich doch irgendwo schon mal gelesen. Höre nur Tesla an. Wo ist denn nur der Tesla? Gibt's ihn denn schon? Tesla.
Oder muss ich einfach nur einen nennen? Tesla. So, guck mal her, du bist jetzt hier der Tesla. Wenn ich dich jetzt umnenne. Tesla. Mal gucken, ob das klappt. Hallo? Aber oh, was ist denn hier los? Ich will einfach alles weg. So. Kurz Pause. Ich will jetzt hier schreien. Und wo ist jetzt? Tesla. Das war auf jeden Fall nicht das, was wir machen sollten. Vielleicht kommt der ja noch. Dear Creator, place a battery. Das könnte ja sein, wa? Find and retrieve the rare components by investigating plumes of smoke. Strike the battery with lightning using the electricity creator power. Okay, I'm on it. Ist denn die Batterie schon fertig? Geplaced haben wir sie schon, aber noch nicht gebaut. Ach und dann, das ist dann nur der Tesla gerade, das ist die Quest, die ich da habe. Ja, ich würde gerne dieses Gebäude jetzt aber priorisieren. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil er da drauf sitzt. Genießt rüber, okay. Alleine zu stehen, eine neue Familie gegründet. Oh, es wird immer hier größer. Eine Steinhütte, was ist hier los? Was haben sie denn da gefunden? New Tristan braucht Ressourcen. Was brauchen sie denn zu essen? Ich könnte ein paar CP ausgeben. Um die Abstimmung ein bisschen zu erhöhen. Aber was ist das hier? Das hier auf dem Planeten gestürzt sieht so aus, ne? Wie von Außerirdischen orientieren wir uns immer mehr Häuser. Es wird immer voller hier in der Stadt. Oder Dorf oder was auch immer. So, die Gasgrube wird langsam gebaut. Hier ist auch alles da. Es fehlen nur die Bauarbeiter. Und hier, ja, keine Ahnung. Ach, die Teile muss ich finden jetzt. Ach so. Sag mir das doch einer. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt habe ich endlich rausgefunden, was ich hier machen soll. Also bis dahin, schaltet doch morgen wieder ein und tschüssi, euer Rob.